Hallo liebe Abonnenten, hallo liebe Zuschauer. Heute gibt es eine weitere App-Vorstellung, die von vielen Android-Nutzern schon herbeigesehnt wurde. Und zwar geht es um Fernsehen auf Android. Satu, um genau zu sein. Der kostenlose Streaming-Dienst hat nun endlich geschafft, eine eigene Android-Version zu veröffentlichen, noch in der Beta-Version. Und sicherlich auch nicht ganz ausgereift, doch ich möchte euch dies schon zeigen. Ich hatte ja schon bereits eine andere TV-Version App für euch im Test. Das war VirtualSat. War ich sehr zufrieden. Hat auch alle Sender. Mal gucken, was Satu geleistet hat. Schauen wir rein. Satu verbindet. Quermodus. Ich zeige dies auf meinem Galaxy Note. Also schönes Fernsehen schauen. 5,3 Zoll. Aha, das läuft gut. Das hat schon mal besser geklappt. Schon mal ein Absturz. Okay, ist ja Beta. Und sie haben ja nur jahrelang dran gearbeitet. Aha, da haben wir schon. Gut. Also ähnlich aufgebaut, wie es bei der Browser-Version ist. Es gibt aber kein elektronisches Programm, weil man sieht zwar, was hier läuft, ne? Aber kein Programmguide. Ich schaue mal kurz in die Einstellungen. Ich mache es mal kurz weg, damit ihr meinen Account sehen könnt. Ich habe hier nämlich einen 12-Monats-Account. Ihr könnt das High Quality, müsste jetzt das hier sein, was ihr sehen könnt. Und unten gibt es einen experimentellen Videomodus. Dieser funktioniert auf dem Note, möchte ich euch dann auch präsentieren. Aber schauen wir erstmal die Standardvariante an, im High Quality-Bereich. So, gehen wir mal ins ZDF rein. Da wird anscheinend wieder gekocht. Oder was ist AD? Ja, jetzt seid ihr verwischt. Er lädt. Die Küchenschlacht. Okay, da unten ist EPG-Daten. Qualität nicht so gut. Wortel gesagt, ist er deutlich besser. Jetzt hat er gerade den Ton irgendwie umgestellt. Als Zweitfrau würde ich heute die exotische Suppe nehmen, sagen wir mal so. Könnt ihr mal schauen, erkennt ihr vielleicht, wie gut es ist? Ah, es geht. Es geht, aber es ist nicht ganz scharf. Küchenschlacht. Kann man irgendein EPG aufrufen? Nein. Also man kann leider keinen elektronischen Programmguide nutzen. Man sieht so, was läuft. Man kann auch die Sender nicht wechseln. Schade. Man muss also immer zurückgehen quasi. Ne? Dann gehen wir in 3SAT mal rein. Die Ladezeiten sind in Ordnung. Ach, da sieht das also in schlechter Qualität vor. Jetzt ist er umgeschaltet auf High Quality. Also erstmal läuft es in 4 Sekunden, 4 oder 5 Sekunden in schlechterer Qualität und dann switcht er auf besserer Ton und bessere Bildqualität. So, wechseln wir es nochmal, da könnt ihr gleich nochmal schauen. Phoenix. Zu kriegen und ansonsten die Leute wohl wenige Möglichkeiten sehen. Frau Kamm-Karrenbauer, an Heiko Maas schätze ich besonders, dass er ein sachbezogener und Zack, da war es wieder. Gesprächspartner ist. Bild besser geworden, Ton deutlich besser. Dass er einen Politikstil hat, der in erster Linie darauf ausgerichtet ist, sachliche Lösungen. Ja, so funktioniert es sogar recht gut, muss ich sagen. Mhm. Das war wieder konkurrenzfähig mit VirtualSat. Das ist sicherlich kein HD, aber braucht man auf diesem kleinen Gerät vielleicht nicht. Aber man sieht noch unschärfer. Aber es funktioniert gut. Funktioniert in Ordnung. Satu halt. Fernsehen. People TV, was kommt dort Interessantes? Die Stimme Südtirols sagt Danke mit 80 Hits auf 4 CDs in einer einmaligen Qualitätssprung, vielleicht sehen gleich. Lassen Sie sich von der Jetzt Stimme dieses Künstlers beeindrucken. Komisch, dass du so ein Wechsel drin hast, dass er nicht gleich erkennen kann, dass ich High Quality habe. Oder es ist so, dass er dass einen schnellen Programmwechsel damit ermöglicht, wollen, dass er erstmal schwach. Dass es in der schlechten Qualität lädt. Und dann später, wenn er genug gebuffert hat, umstellt. Auch möglich. Insgesamt gefällt mir Wörter, ist halt besser. Da kann man zum Beispiel auch mal gleich mit einem Wischen von oben nach unten leise machen. Und man kann auch ein EPG aufrufen und gleich Sender wechseln. Aber hier muss man immer zurückgehen. Das ist wirklich eine absolute Light-Version. Gar keine extra Funktion.
Und gerade die Abonnenten, so wie ich jetzt hier, High Quality, ja, okay, der Ton ist ein bisschen besser, ein bisschen besseres Bild, aber dafür jetzt wirklich bezahlen. Okay, wir probieren nochmal einen experimentellen Modus hier aus. Experimentelle Videomodus. So ein bisschen merkwürdig, da wechselt er, dann nehme ich dann, wenn ich das Video aufrufe, wechselt er auf meinen Daraufhin-Browser und dann startet er das direkt irgendwie in meinem Videoprogramm. Gucken wir mal rein. Aber das Video ist dann, glaube ich, besser. Schauen wir einfach mal. Jetzt startet dein Browser und jetzt startet das Video. Der Videostream. 65 mal 3. Achso, wie viel? Da ist die Qualität deutlich besser. Das lag es am Samstagabend um 20.15 Uhr. Hier im ersten. Also hier ist die Qualität top. Der experimentelle Modus ist zwar ein bisschen merkwürdig, dass der extra mein Browser startet, aber die Qualität ist top. EPG gibt es dafür auch nicht, ne? Das ist ja quasi mein eigener Video-Stream hier ist. Da startet er wahrscheinlich einfach bloß den Streamlink bei mir und meiner meinem Videoplayer. Eigentlich ist es mir simpel gemacht. Wenn man so recht überlegt, okay, also die Qualität ist gut, man hat natürlich gar keine EPG-Daten mehr, man kann auch keinen Sender wechseln, ne? Ich bin jetzt einfach in meinem Player drin. Hier ist mein Browser, der ruft einfach bloß den Link auf. Das ist gut. Okay. Also mal wieder. Also, ja gut. Also experimentell. Ne? Sieht dadurch natürlich schön aus. Qualität in diesem Modus am besten, aber ist natürlich Umwege. Gleich, welche Größe Sie tragen. Er ist fantastisch. Ein Riesenunterschied. Keine Röllchen mehr. Nö, nee, sind weg. Was ist das? Hallo, guten Tag. Ob im Fernsehen oder in Gesellschaft von Freunden. Auf meiner Welt lasse ich das hier laufen, ne? Okay, ne, das war dazu. Ich hol mir doch gar nichts. Ah, das ist normal. Okay. Ja. Das ist einfach meine Software hier von meinem Handy. Das ist der experimentelle Modus. Okay. Hat man keine EPG-Daten und alles ist sehr experimentell. Stelle ich da wieder um. Zack. Dann kann man wenigstens leichter wechseln. Das war erstmal Low Quality, aber. Also ich hoffe mal, dass sie noch ein bisschen patchen, aber es ist wirklich noch eine Beta-Version. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Die haben so lange Entwicklungszeit gehabt. So viel Zeit kann jetzt nicht besser werden müssen. Ich zeige euch nochmal so einen Vergleich VirtualSat. Also wir beenden mal Satu Beta für Android. Oder es beendet sich gerade automatisch. Jetzt. Nein, oder? Also es ist wirklich nicht ausgereift. Das gibt's doch gar nicht. Also, dann haben sie extra noch ins Land der Öffentlichkeit getreten und haben gemeint, oh, es ist so schwer, dies hinzubekommen für Android. Mag ja sein, aber wenn ich hier VirtualSat denke, sind erst seit wenigen Wochen auf dem Markt und haben eine bedeutend bessere App. Das muss ich anders beenden. Das ist nicht schön. Die ganzen Abstürze sind natürlich auch nicht schön. Okay, ich gehe mal in VirtualSat rein. Zeige ich das nochmal. Da habt ihr erstens alle Kanäle und ist ein bisschen ausgereifter schon. Obwohl ja auch noch Verbesserungen deutlich möglich wären. Schauen wir rein, hier habe ich erstmal alle Sender. Ich sehe, was läuft und was gleich läuft. Also EPG ist dabei. Und ich gehe mal kurz in den Pro7 rein. Und das startet dann noch gleich. Also erstens, keine Frau sieht in den Klamotten gut aus. Kerle schauen, dass es rumfährt. Hier noch Funktionen, man kann hier pausieren, ne? Timeshift, Reload, Bildschirm anpassen. Laut, leise kann ich mit Wischen machen. Wenn ich lange drauf drücke, geht der EPG auf. Ich kann die Kanäle einfach wechseln und sehe auch gleich, was auf den anderen Kanälen läuft. Ja, hier kommt eine Gerichtssendung. Also, gefällt mir besser. Satu, da müsst ihr noch ein bisschen was machen. Zumal das High-Quality-Abonnement kostet ja schließlich auch Geld. Und danach sieht es für die Android-App noch nicht aus. Okay. Gut, das soll es gewesen sein. Satu hat es endlich geschafft und ist im Android Market erhältlich. Es ist eine Beta-Version und es ist wirklich eine Beta-Version. Hier sollten noch ein, zwei Patches kommen und dann läuft die Sache vielleicht auch gut und stürzt auch nicht ab. Vielleicht kommt Satu zu spät, so Anbieter wie VirtualSat haben einen größeren Funktionsumfang, bieten ein besseres Angebot. Es ist schwer, da noch mitzuhalten. Mal schauen, Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Das war Alex von der Produkte.de mit Satu. Bitte abonniert mich, dann bekommt ihr die nächsten Videos. Demnächst steht ein Hardware-Test wieder.
auf der Tagesordnung ein Tablet-PC von Samsung, mehr verrate ich noch nicht. Und es ist nicht das Galaxy Tab 10. Okay, warten wir ab. Wir sehen uns in Kürze. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao.